Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf Panobi. Heute ist endlich was angekommen, ein lang erwartetes Paket von RGS, meine Freunde, von RGS. Endlich wieder ein Paket bekommen, richtig geil. Ich schnack nicht lange rum, wir machen es direkt auf. Ich bin richtig gehypt, ich freue mich mega drauf. Wann habe ich es eingesendet? Ich glaube, es war ziemlich Ende August habe ich es eingesendet. Und heute ist es da, meine Freunde. Es sind die Sachen zurückgekommen. Ich bin gespannt. Schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Hui. Nummer 1, gut. So, ich lege es erstmal alles auf den Tisch. Hui. Einmal alles auspacken hier. Schön gepolstert, also richtig schön gepolstert. Das will ich echt zugeben. Richtig schön. Wo ist die Front? Das ist so rum. Ich hoffe, man es eben schon gesehen hat. Ja, man hätte es schon sehen können, erahnen können, was es ist. Also, wie man es vielleicht schon erkennt, viermal dasselbe, meine Freunde. Und hier haben wir, ich mache hier meine Mütze zur Seite, hier haben wir viermal. Hast du RGS eingesendet? Und es ist. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt noch einen Moment spannend. Ich bin richtig gehypt. Komm, fangen wir hier mit dem Grün an. Das sticht hier so raus. So. Schauen wir mal. Nein, ich hab schon gesehen. Verdammt. Hat man schon gesehen? Verdammt. Ich glaube, ich hab schon gesehen. So, hier haben wir, ich versuche es zuzudecken, einen SNES-Controller, verdammt, kann man gar nicht zudecken, das ist so dick, einen SNES-Controller 90 plus Gold. Nice. Kann man gucken, was haben sie denn drauf geschrieben? Wir haben Nintendo Switch, Super NES, also SNES-System, klar, Controller. Nice. 90 plus Gold. Schade. Ich hatte extra eine Anmerkung dazu getan, weil die waren eigentlich unzirkuliert. Ich habe gehofft, dass sie es als unzirkuliert nehmen. Schade. 90 plus nur geworden. Aber nicht schlimm. Wir haben hier noch ein paar. So. Haben wir es nicht gesehen? Noch nicht. So. Auspacken. Zweites. Und wir haben auch 90 plus. Oh, nicht, dass sie alle vier jetzt 90 plus werden. Alle noch schön eingepackt. Also muss ich echt sagen, das sieht richtig, richtig schick aus. Also nicht wundern, der Controller ist so. Der ist extra so eingepackt. Nummer 3. Ui, hat runtergefallen. Und was haben wir hier? 90 plus, auch 90 plus. 3 mal 90 plus, also bis alle 4 90 plus Gold sind. Das hätte ich jetzt, also, das hätte ich jetzt weniger erwartet. Ich gehe schon von mindestens 95 aus. Aber okay, Moment, ich lege mal kurz zur Seite. Hier sieht man es aber auch. Ich versuche es mal aufzufangen hier in der Kamera. Hier unten in der Ecke. Und ich fokussiere mal. Und einfach. Da sieht man es. Da hat die Ecke. Also okay, man versteht es schon, warum. Die Ecken haben doch einen leichten Schaden. Vom Transport halt bekommen wahrscheinlich. Das ist halt die Frage, Transport von Nintendo zu mir oder von mir zu RGS, obwohl ich das eigentlich auch als Originalkarton gelassen habe.
als ich den geschickt habe. Aber kann auch sein, dass wirklich Nintendo die so rausgeschickt hat. Und das sind halt alle vier, die man halt im normalen Nintendo-Account sich halt bestellen kann. Alles noch verfügbar waren. Hab ich alle vier bestellt und so wie sie kamen von Nintendo, so ist der jetzt eingeschickt. So, also eingepackt, richtig gut alles. Und Nummer 4 haben wir. Eine 95 plus Gold! Nice! Wenigstens eine! Nice! Das ist doch richtig schön. Boah, das gefällt mir aber richtig. 95 plus Gold. Hätte mich echt gewundert, wenn jetzt alle nur 90 plus. Oh, das ist doch schön. Eine 95 plus, selbst gecreated. Nice. Jetzt mal alle vier. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Das sind halt wirklich die Controller. Das sind Controller aus der Kindheit. Das sind Hammer-Controller. Richtig geil. 3x90 plus. Alles Gold, so wie es sein soll, so ich auch erwartet. Das mindestens Gold natürlich. Hier eine 95. Sehr schön, das gefällt mir. Vielen, vielen Dank, RGS. Vielen Dank, also top. Schauen wir uns hier nochmal die 90er kurz an. Hier die Ecken, das sieht man schon, warum das nur 90 geworden ist. Hier auch da links, rechts. Rückseite finde ich eigentlich ganz clean. Aber das, die müssen so von Nintendo gekommen sein. Also, das anders kann ich mir nicht erklären. Ja, also immer die Ecken, das sieht man auf jeden Fall, die Ecken. Super. Das war's dann für heute. Das war jetzt unser zweites RGS-Unboxing. Richtig geil, ich bin mega zufrieden. Und ja, RGS bekommt auf jeden Fall noch weitere Pakete. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne mal einen Kommentar dazu, was ihr davon haltet, von meinen Einsendungen. Beziehungsweise von den Cradings. Und ja, bis dahin, haut rein. Schönen Tag noch und ciao, ciao.